Heute haben wir ein besonderes Thema in unserer kleinen Interviewreihe, die wir immer mal wieder in unseren sozialen Netzwerken und den anderen Kanälen des Sportbundes Rheinland präsentieren. Wir sprechen über Hula Hoop, eine Sportart, die vielleicht schon eine sehr, sehr lange Historie hat. Denn schon 500 vor Christus hat man die ersten Sportler, Athleten auf Vasen gezeichnet und gesehen, dass die mit einem Reifen Sport machen. Dann ging es allerdings lange so ein bisschen weiter und man hat 1958 mit einer Marketingaktion in Kalifornien in den USA die Hula-Hoop-Bewegung so richtig in Schwung gebracht. Den Reifen Hula-Hoop tatsächlich in dem Sinne entwickelt und auf den Markt gebracht. Warum Hula Hoop in der Corona-Pandemie zum absoluten Trend geworden ist, wann es Hulan heißt oder vielleicht Hupen, was ein Anfänger bei Hula Hoop-Reifen bei der Reifenwahl beachten sollte und was Teilnehmer eines Webseminars beim Sportbund Rheinland am 6. Mai zum Thema Hula Hoop erwarten können. Darüber sprechen wir heute mit Inga Schäfer. Sie ist Diplompädagogin und auch Zirkuspädagogin. Sie kommt aus Koblenz und ist am 6. Mai unsere Referentin beim Webseminar Hula Hoop. Und da würde ich doch direkt mal reinstarten. Inga, wir haben uns gerade im Vorgespräch schon kurz ein bisschen ausgetauscht. Wenn man im Internet googelt zum Thema Hula Hoop, entdeckt man sie unter Fräulein Hoop. Bei Ihnen, bei dir, wir haben uns auf das Du geeinigt, die Faszination für Hula Hoop entwickelt. Wie lange liegt das schon zurück und wie ging es dann vorwärts? Ja, also ich muss sagen, ich habe eigentlich im Zirkus begonnen oder bin auch immer noch im Zirkus unterwegs. Ich war als Kind im Kinderzirkus Bambini der Jugendkunstwerkstatt in Koblenz und war da erst Akrobatin, Einradfahrerin, habe dort dann als Jugendliche auch schon Kurse geleitet und während meinem Pädagogikstudium an der Uni Koblenz habe ich eine Zusatzausbildung zur Zirkuspädagogin gemacht, in Köln im Zentrum für Artistik. Dort war die Aufgabe, einen Show-Act zu entwickeln mit einem Requisit, das wir noch nicht beherrschen. Wir sollten eben also uns einen Zirkusrequisit aussuchen, was wir ganz neu lernen, um dann eben zu schauen, wie kann man auch damit einen Show-Act gestalten. Und ich habe mir den Hula-Hoop ausgesucht, denn ich hatte kurz vorher bei einem Event eine Hula-Hoop-Artistin kennengelernt, die mich da sehr inspiriert hat. Die hat einfach sehr, sehr schöne Bewegungen mit dem Reifen gehabt und ich dachte, das interessiert mich, das möchte ich ausprobieren. Und dann habe ich mich da so reingefuchst, dass das mittlerweile mein liebstes Requisit ist. Du hast jetzt vom Hula-Hoop gesprochen. Wenn man sich so ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigt, landet man immer mal wieder beim sogenannten Hupen und beim sogenannten Hulan. Wie ist denn jetzt der richtige Begriff, um die Sportart, um das Fitnessgerät Hula Hoop eben auszuführen? Wie sagt man? Bist du eine Hula Hooperin? Bist du eine Hularin? Bist du eine Hooperin? Oder wie ist es genau? Ich glaube, das darf man sich aussuchen, welchen Begriff man da verwendet. Das ist jetzt nicht festgeschrieben. Allerdings würde ich sagen, dass es eben den Begriff des Hupens mit zwei O einfach schon länger gibt. Er bezeichnet die Bewegung, das Spiel, den Tanz mit dem Reifen in jeglicher Form. Den darf man ja nicht nur als Fitnessgerät sehen, sondern eben auch als Kunstrequisit, um eben Geschichten zu erzählen, zum Beispiel Auftritte zu machen. Daher, würde ich sagen, kann man sich aussuchen, was man nimmt. Hulan ist ein relativ neuer Begriff, den habe ich auch kürzlich zum ersten Mal gehört und der bezeichnet eben diesen aktuellen Fitnesstrend, wirklich minutenlang um die Hüfte zu hupen, teils mit schweren Reifen, als Workout sozusagen. Aber ich habe rausgehört, du hupst eher. Gerade verbunden beim Hulan hupt man minutenlang. Ja, korrekt. Du zählst dich zu der Hoop-Fraktion. Ich habe es immer gemacht. Ich habe mich noch nie zur Hula-Fraktion gezählt. Das ist eher so neuer. Ich weiß es nicht. Also für mich ist Hupen einfach so der Begriff, den man nutzt. Aber natürlich hat Hulan auch seine Daseinsberechtigung. Ganz bestimmt sogar. Und du hast gesagt, kürzlich ist es erst gestartet. Aktuell, jetzt in der Corona-Pandemie, ist
ja ein mega Hype ausgebrochen für Hula Hoop, zu Hula Hoop. Man kannte es früher schon, ich kenne es auch schon aus Kindertagen, aber jetzt kam der Hype so richtig groß nochmal. So in den Sportgeschäften vor Ort hat man keine Reifen mehr bekommen. Online musste man irgendwie wochenlang warten, dass man irgendwie einen zugeschickt bekommt, dass einer versendet werden kann. Warum glaubst du, ist Hula Hoop jetzt so im Trend? Ich glaube, es liegt zum einen daran, dass eben gerade es wenig Optionen gibt zur Freizeitgestaltung, zur sportlichen Betätigung. Es gibt keinen Sport in Vereinen, es gibt keine Fitnessstudios, keine Kurse, aber auch keine kulturellen Events, die man besuchen kann. Und es läuft alles darauf hinaus, zu Hause viel zu machen. Und man sucht sich Inspiration im Internet, da stößt man auf jeden Fall auf Hula Hoop. Das ist super, weil man nicht viel Platz braucht. Man kann es zu Hause im Wohnzimmer machen oder im Keller oder auch draußen, wenn man einen Garten hat. Es trainiert den ganzen Körper. Und ich glaube, dass auch der ein oder andere Promi jetzt letztlich dazu beigetragen hat, die eben auch Hula Hoop trainieren, dass das jetzt so bekannt und berühmt wurde. Du hast es kurz angesprochen, es ist ein Ganzkörpertraining. Wie stelle ich mir das genau vor? Ich persönlich kenne es nur mit Hula Hoop um den Bauch drumherum. Aus dem Zirkus, aber dann gehört schon richtig ein professionelles Können dazu, vielleicht auch um den Hals, aber das ist ja nicht für jedermann. Was wird genau trainiert oder wie sieht so ein Training aus? Das kommt natürlich darauf an, auf was man trainieren möchte. Klar, wenn man um die Hüfte hupt, dann trainiert man die Bauch-, die Rückenmuskelübung. Generell ist es so, dass man ja sehr aufrecht sein muss und den Bauch auch angespannt haben muss. Das heißt, aufrechte Haltung hilft auch dabei, beziehungsweise wird trainiert. Und je nachdem, um welche Körperstellen man hupt, trainiert man eben auch diese. Beim Hullern ist das Ganze ja auch noch so ein bisschen ein Workout. Das heißt, man hupt um die Hüfte, aber bewegt die Arme dabei, macht Schritte dabei. Und da kommt man ordentlich ins Schwitzen. Und es ist eben ein Ausdauertraining, aber auch ein Muskeltraining für sämtliche Bereiche. Interessant, interessant. Wenn ich jetzt loslegen will, du hast ein paar Reifen bei dir im Hintergrund stehen, ein bisschen drapiert. Auf was muss ich denn achten, wenn ich jetzt da starten will? Gibt es irgendwelche Beschränkungen? Kann ich mich irgendwo falsch informieren? Oder was sind deine Tipps für einen Anfänger, einen absoluten Anfänger beim Hula? Also natürlich spielen Reifengröße und Gewicht eine Rolle. Am Anfang sollte man auf jeden Fall schauen, dass der Reifen einen Durchmesser hat vom Boden bis zum Bauchnabel. Also die Distanz sollte auch für den Reifendurchmesser gewählt werden. Und dann kommt es noch darauf an, was für eine Rohrstärke man hat. Es gibt eben ganz dünne Rohre und ein bisschen dickere, aber noch dickere. Also ich habe jetzt hier nur die dünnen Rohre stehen, weil ich die dicken gar nicht besitze. Genau, und das ist auch so, je dicker das Rohr, desto schwerer der Reifen. Für den Anfang hilft es, wenn der Reifen etwas schwerer ist. Und je geübter man wird, umso leichter kann er werden. Grundsätzlich ist es so, wenn der Reifen zu schwer ist, dann ist es auch ungesund für Rücken und Bauch. Und zum Teil, diese Fitness-Hoops haben ja auch diese Noppen innen oder sind innen so ausgebuchtet. Und wenn die zu schwer sind und man den Bauch und die Rückenmuskeln noch nicht so gut trainiert hat, dann führt das oft ganz schnell zu blauen Flecken. Und sollte man wirklich die bekommen, dann sollte man pausieren und möglichst auf einen leichteren Reifen umsteigen, eben einen mit einem runden Rohr, um eben diese blauen Flecken zu vermeiden. Am Anfang würde ich einen Rohrdurchmesser von 20 oder 25 Millimetern empfehlen. Und, dann kann man natürlich sich auch, also kann man irgendwann, wenn man geübter ist, auch einen kleineren, leichteren Reifen benutzen. So von den Gewichtangaben, ich würde bei Erwachsenen nicht über ein Kilo gehen und bei Kindern nicht über 600 Gramm. Aber es gibt natürlich auch die ihre 2,5 Kilo Reifen da um die Hüfte schwingen. Für mein Empfinden kann das nicht so gesund sein, aber ich möchte mich da jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Vielleicht funktioniert es. Wenn wir dann einen Schritt weitergehen, ich bin jetzt derjenige, ich kaufe mir das, gehöre ich als Ende 30-Jähriger zur Zielgruppe oder sagst du, eigentlich ist es ein Kindersportgerät oder eigentlich ist es was für die junge Frau oder die Frauen allgemein? Hula Hoop ist für jedermann. Also das ist wirklich ein Universalsportgerät, das kann jeder betreiben und das fasziniert auch jeden. Also ich hatte in meinen Workshops auch schon Kinder, Erwachsene, Frauen, Männer, Senioren. Also das ist wirklich ganz, ganz offen. Der einzige Unterschied ist eben, dass Kinder wirklich kleinere und leichtere Reifen benötigen und Erwachsene eben größere und schwerere. Aber ansonsten ist der Hula Hoop wirklich was
für jeden, der Interesse daran hat. Bringt mich zu der Idee, das Ganze bei uns im Betriebssport mal einzubringen. Also wenn Corona dann mal wieder vorbei ist irgendwann und man wieder in den Büros arbeitet und im Betriebssport irgendwie die Möglichkeit hat, mal nicht nur Rückengymnastik oder Yoga zu machen, sondern vielleicht mal Hula-Hoop zu machen. Das kann ich spannend vorstellen, wenn du sagst, es trifft tatsächlich alle Altersgruppen, ob besonders fit oder nicht. Jeder fängt ja beim Hula-Hoop fast auf einem ähnlichen Level an. Der eine hat vielleicht ein bisschen mehr koordinatives Geschick als der andere. Weil du eben sagtest, beim Hulan, also bei dem Fitness-Hula-Hoopen, kommen auch noch Schritte dazu und Armbewegungen. Das stelle ich mir tatsächlich dann schon koordinativ sehr anspruchsvoll vor. Kann dann auch jeder direkt einsteigen oder sollte er zu Hause erstmal eine Minute den Reifen kreisen lassen können um die Hüfte? Ja, also je nachdem ist es natürlich dann sehr hilfreich, wenn man das schon kann. Eben das Kreisen um die Hüfte, aber man kann ja auch anfangen mit einfacheren Workouts, dass der Reifen erstmal noch am Boden liegt und man dann immer wieder mal versucht um die Hüfte, aber dass man es nicht kontinuierlich um die Hüfte spielen muss. Mhm. Da schaut man dann eben nach dem Stand der Teilnehmerinnen und Teilnehmern und dann ja, kann es aber auch jeder schnell lernen. Wenn ich so ein bisschen recherchiert habe zum Thema Hula Hoop, landet man natürlich bei Fitnessgeräten, Sportgeräten auch immer mal bei Rekorden, gerade Sport raus, größter Reifen, kleinster Reifen. Was war denn dein kleinster Reifen im Umfang, im Durchmesser? Und der größte vielleicht? Oder hast du dich mit so einem Thema, so nach dem Motto, so ein bisschen Rekordjagd, um mal zu gucken, was geht, wie groß kann der Reifen sein, dass ich den noch bewegen kann? Oder wie viele Reifen habe ich maximal in der Luft halten können? Hast du da schon mal ein bisschen drauf gespinst oder hast du gesagt, ach nee, ich mache meine Sache, Workshops und ein bisschen Auftritte, aber so ein Weltrekord, der ist zu weit weg? Naja, man versucht sich ja schon immer auch zu steigern und gerade so was mehrere Reifen am Körper angeht, da bin ich natürlich auch am Trainieren und möchte mich da immer steigern, aber ja, Weltrekorde haben mich jetzt noch nicht so gereizt, beziehungsweise ich habe mich einfach auch noch nicht so viel damit beschäftigt, ich habe immer mehr so die tänzerischen Elemente gesucht und da Spaß mit gehabt, aber ich muss sagen, es gibt echt lustige Weltrekorde, also so Hula-Hoopen und einen Marathon laufen oder Hula-Hoop unter Wasser, stelle ich mir sehr lustig vor. Das würde ich dann schon mal ausprobieren im Schwimmbad, mal gucken, wie die Leute schauen. Genau, mein kleinster Reifen, ich habe mehrere kleinste Reifen, die sind 50 Zentimeter im Durchmesser und die sind aber eigentlich zum Jonglieren gedacht. Ich habe es aber auch schon ausprobiert, die um die Hüfte zu spielen. Je kleiner der Reifen, umso schneller muss man sich drehen. Das heißt, da wird einem dann sehr schnell schwindelig. Größter Reifen, ja, irgendwie 1,30 habe ich mal probiert. Genau, aber das ist jetzt nicht sonderlich groß. Also bei den Weltrekorden, da sind wir da in ganz anderen Dimensionen. Ja, das ist schon verrückt, was man da sieht. So 200 Reifen gleichzeitig irgendwie in der Luft halten. Oder Kilo, wirklich richtig schwere, kilomäßige Werte erreichen da die Reifen. Also, ja, oder Traktorreifen. Hat auch schon mal Traktorreifen, ja, verrückte Sachen, ja. Mit Blick auf deine Tätigkeit als Referentin und Trainerin zum Thema Hula Hoop, wo führst du Workshops durch und mit wem? Das ist auch ganz unterschiedlich. Also ich habe in Schulen Workshops gemacht, schon in sozialen Einrichtungen mit Kindern und Jugendlichen oder in Kinder- und Jugendzirkussen, wie auch dem Zirkus Bambini in Koblenz. Aber ich habe auch schon Lehrerfortbildungen gemacht oder genau einfach Erwachsene interessierte, Artisten, die sich weiterbilden wollten im Hula Hoop. Das Requisit ist sehr vielfältig und so spricht man auch eine große Zielgruppe an und dementsprechend unterschiedlich sind auch einfach meine Workshops. Schön, ich habe es am Anfang ja schon angedeutet, am 6. Mai findet bei uns beim Sportbund Rheinland eine Fortbildung statt zum Thema Hula Hoop. Dazu können sich noch Interessierte anmelden. Was erwartet denn die Teilnehmer in deinem Workshop? Also ich möchte einen Überblick geben über die Vielfältigkeit des Requisits, also des Reifens und die Möglichkeiten, die man mit ihm hat. Und ich habe geplant, ein kleines Workout zu machen, so wie das gerade sehr trendy ist, aber so, dass wirklich auch jeder mitmachen kann, auch die den Reifen noch nicht an der Hüfte halten können. So ein bisschen im Stil der 50er, als der Hula Hoop so aufkam. Genau, dann möchte ich einfach Tipps und Tricks zum Hula Hoopen um die Hüfte geben, ein paar hübsche Tricks
aus dem Zirkus, die man schnell erlernen kann und mit denen man immer mal auch jemanden beeindrucken kann. Und am Schluss möchte ich noch eine kleine Choreografie auf Musik machen, eben um dieses tänzerische Element des Hoops noch so ein bisschen hervorzuheben. Es kann jeder mitmachen, jeder, der interessiert ist und Lust hat. Ein Reifen ist natürlich wichtig, den bräuchte man dafür, aber das darf auch ein Holzhub aus einer Turnhalle sein. Genau, wenn da jemand Übungsleiter ist und da einen guten Zugang hat, passt das auch sehr gut. Der Workshop ist ausgelegt auf zu Hause, das heißt im Wohnzimmer ist der super durchführbar. Da bin ich gespannt drauf. Mein letzter Kontakt mit einem Hula-Hoop-Reifen ist tatsächlich schon ein bisschen länger her. Aber ich schau mal, ob am 6. Mai da bei mir was dagegen spricht, dabei zu sein. Wie gesagt, es sind noch ein paar Plätze frei, dass die Leute sich anmelden können über www.sportbund-rheinland.de und da in dem Reiter Bildung anschließend Feld einfach Hula Hoop eingeben oder wahrscheinlich reicht auch schon, wenn man Hula oder Hoop eingibt, dann landet man genau in dem Webseminar von Inga Schäfer. Vielen Dank, Inga, für deine Zeit und dafür, dass du uns das Thema Hula Hoop ein bisschen näher gebracht hast. Wir sind ganz, ganz besonders gespannt auf den 6. Mai, wünschen viel Erfolg für das Webseminar, begeisterte Teilnehmer. Ich glaube, ich gehe jetzt mal in den Keller und hole mir mal einen Hula Hoop und probiere mal, ob ich es noch kann. Vielen Dank dir, Inga. Perfekt, danke auch und ich freue mich auf den 6. Mai.